Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von The Book of Unwritten Tales. Wir gehen jetzt, oder wir sind schon da, wir reden wieder mit dem Opa, weil wir haben alle Ausrüstungsgegenstände beieinander. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. Wir haben alles. Ich habe einen Helm. Ich habe den Topf. Helm. Ausgezeichnet, Soldat. Der Helm schützt dich vor physischen Angriffen. Du kannst darauf sitzen und ihn sogar als Kochtopf benutzen. Wie praktisch. Zeig mir mal den Helm. Er ist nicht toll, ich weiß, aber ich... Ach was, es ist ein guter Helm. Und er wird einen guten Soldaten schützen. Es sei denn natürlich, der Feind greift mit Drachen an. Oder er hat Hexer in seinen Reihen. Oder magische Schwerter. Oder er trifft dich nicht am Kopf. Vielleicht sollte ich noch nach einer Rüstung suchen, die auch magische... Papalapap, der Helm muss reichen. Wir haben die Landkarte. Ich habe eine Landkarte organisiert. Exzellent! Gutes Kartenmaterial ist der halbe Weg, sagte mein Kommandant immer. Natürlich wirst du sie nicht brauchen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht? Aber wenn nicht, ist es gut, eine Karte dabei zu haben, nicht wahr? Und Fallschirm haben wir auch. Ich habe einen Fallschirm. Na, fantastisch! Fallschirme sind schwierig zu bekommen. Und man kann sie ja schlecht selbst herstellen. Sein Leben will man schließlich nur Qualitätsprodukten anvertrauen und nicht irgendwas, das man notdürftig zusammengeflickt hat. Oder? Leben anvertrauen? Aber natürlich. Natürlich nicht, meine ich. Damit ist meine Ausrüstung komplett. Ta-da-da-da! Hervorragend! Jetzt könnte es losgehen. Wenn nur mein verfluchter Apparat endlich funktionieren würde. Aber in diesem Haushalt, da findet man nichts. Kein Nitroglycerin, keine Drachenhautpanzer, keine konzentrierte Salzsäure, keine Mithrilmantelspitzgeschosse. Gar nichts! Wozu brauchst du das ganze Zeug? Wozu? Es ist Krieg! Krieg! Aber wir wollen den Ring doch nur zum Erzmagier bringen. Meinst du nicht ein Schlitten? Ach was, ich brauche einen Nitroglycerinersatz. Irgendetwas Hochexplosives. Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist ein gutes, altes Zwergenstarkbier. Zwergenstarkbier? Ein Teufelszeug! Ganze Ländereien haben wir damit aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Wir liebten den Geruch von Zwergenstarkbier am Morgen. Okay, ich werde mich um Zwergenstarkbier kümmern. Sonst noch etwas? Ja. Ich brauche ein bestimmtes Zahnrad. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel. Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch und Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung. Das ist keine Standardgröße. Und ich kann es nirgendwo finden. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung? Das kommt mir bekannt vor. Komm zurück, wenn du die Sachen hast. Um den Rest werde ich mich kümmern. Aber bedenke, der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar. Genau. Und er sieht auch, was du in der Nacht machst. So, können wir den jetzt vielleicht auseinandernehmen? Le Fisch. Das wird so nicht. Er zappelt zu stark. Wieso zappelt der denn immer noch? Ich kann den Fisch mit nichts anderem kombinieren, schade. Nitroglycerinersatz, super Dünger, wäre doch eigentlich... Ah nein, ein Starkbier brauchen wir. Das heisst, wir müssen nochmal raufgehen. Und hier müssen wir irgendein cooles Zahnrad... abhauen. Wie ich schon sagte, ein Stuhl zum Sitzen. Manchmal glaube ich, das Ding zeigt die Zeit nicht an, sondern verbraucht sie. Mal schauen, ob wir da irgendwas können kombinieren. Nein, nichts schade. Okay, vielleicht mit dem Superdünger. Das nützt nichts, wenn wir keine
Pflanze drin haben. Okay, was könnte man denn noch machen? Getreidemühle. Ach, dann laufen wir doch einfach mal wieder zurück. Ah nein, warte. Ja, ich will noch mal rein. Ich habe Dings da. Die Zahnräder kann ich nicht mehr anschauen. Schade. Und da haben wir nur noch das Gnomenzimmer. Ah, vielleicht holen wir das noch mal. Vielleicht gibt es dort etwas Neues, was wir noch nicht angeschaut haben. Nope. Sehen wir da noch mal ich fasse davon lieber nichts an. Wir Gnome haben eine goldene Regel. Mische dich niemals in die Experimente anderer ein. Die Pflanzen sind ganz schön groß geworden. Ich könnte schwören, gestern waren sie noch nicht da. Vermutlich benutzt Mama einen sehr guten Dünger. Aber den können wir da nicht... Den können wir nicht anwenden. Das ist schade. Schade. Ah, und... Ah, das hat der andere Ding auch wieder zurückgestellt. Okay, wir können weitergehen. Der Kaffeekanne haben wir in die Küche gestellt. Die kann ich jetzt wieder holen. Ich hole sie zuerst. Der wird uns eh nicht einfach nur Bier geben. Niemals. Er läuft immer noch mit dem Helm um. Oh Mann. Genau, nehmen wir die leere Kaffeekanne wieder mit. Der Herd ist immer noch warm. Man könnte nichts mehr darauf kochen, aber man könnte wohl etwas aufwärmen. Kann ich den Robot... Ich kann mit dem... Nein. Okay, wir fragen mal den Zwerg nach Starkbier. Weil wir durstig sind. Das ist was Neues zum... Eigentlich haben Zwerge einen Sinn für schöne Architektur. Aber wenn es um die Bierversorgung geht, werden schon mal Kompromisse gemacht. Hey, Kellermeister. Wir wollen Hallo, ein bisschen Herr Kellermeister. Bier. Hallo, Wilbur. Hätte da mal eine Frage. Du, Herr Kellermeister, mal angenommen, ich würde etwas Zwergenstarkbier brauchen. Zwergenstarkbier? Ist verboten. Leider. Warum? Hast du von der Explosion auf Berg Winterspitze gehört? Der Vulkanausbruch? Haha, Vulkanausbruch. Tief im Berg gab's die beste Starkbiermanufaktur der Zwergenwelt. Mein Vater hat mich dort mit hingenommen, als ich noch ein kleiner zwei Bierkästen hoch war. Du kannst dir nicht vorstellen, wie betrunken wir waren. Vielleicht schon. Was ist dann passiert? Naja, irgendwann hat jemand einen Fehler gemacht und boom, das war's dann mit dem Starkbier. Nach dem Unfall wurde es als Genussmittel verboten. Der herbe Geschmack, das Brennen in der Kehle, für immer vorbei. Jetzt darf's nur noch im Krieg und in der alchemistischen Industrie benutzt werden. Jawohl, wir brauchen Salbe. Aber Sie wissen schon, wie man Zwergenstarkbier braut, oder? Natürlich weiß ich's. Ich bin Kellermeister. Ist auch nicht schwer. Erstmal Gerstenkörner in der Melzerei keimen lassen, nach der Keimruhe aufschwellen, das Grünmalz darren, schwelken und abdarren, schroten, passt ja auf, dass die Spelzen halt bleiben. Die Spelzen? Was sind... Dann das Ganze in einem Sudkessel einmeischen, natürlich im Dekotionsverfahren. Nach der Jodprobe geht's weiter zum Läutern. Malz von der Bierwürze im Läuterbottich trennen? Natürlich, aber... Ganz einfach den Sud durch den Träberkuchen laufen lassen? Die Vorderwürze in der Sudpfanne bis zum Sieden kochen? Und den Hopfen hinzugeben? Die Würze durch tangentiales Einleiten in Rotation versetzen? Und den Heißtrub entfernen? Hefe anstellen und gären lassen? Dann alles durch den Kieselgurfilter? Soweit ist ja klar. Aber jetzt wird's kompliziert. Stopp! Bahnhof. Der spannende Teil kommt doch erst noch. Da bin ich sicher. Aber ich habe die Idee gerade aufgegeben, Zwergenstarkbier selbst zu brauen. Wie du meinst. Mann, ah ja, vielleicht könnt ihr... Mal angenommen, ich bräuchte ganz, ganz dringend einen kleinen Krug Zwergenstarkbier. Könnten Sie den für mich brauen? Könnte ich schon.
Tue ich aber nicht. Ist verboten. Ach, um jetzt. Ach, kommen Sie schon. Wer soll das denn bemerken? Wann war das letzte Mal ein anderer Zwerg hier oben bei uns? Na ja, ist schon ein Weilchen her. Na sehen Sie, hätten Sie denn nicht Lust auf ein kühles, herbes Zwergenstarkbier heute Abend? Zur Feier Ihres Siegs über den Roboter? Ich würde schon gerne mal wieder etwas Besonderes trinken. Aber es geht eh nicht. Mir fehlen die Zutaten. Und wenn ich die besorge, würden Sie dann 2 Krüge brauen? Einen für mich und einen für Sie? Naja, wäre schon was. Abgemacht. Du besorgst mir die fehlenden Zutaten, dann braue ich das Bier. Jetzt kommt. Was brauchen Sie denn? Kristallklares Bergwasser, Hopfen und etwas Gerste zum Malzen. Das ist alles? Keine eingelegten Feuersalamanderaugen, Drachenodem oder so etwas? Nee, Wasser, Hopfen und Malz. Hinzu kommen einige geheime Zutaten und naturidentische Aromastoffe. Aber die habe ich hier. Na gut. Also Wasser, Hopfen und Gerste. Werde ich alles besorgen. Ja, Hopfen, ich habe keine Ahnung. Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nee, tut mir leid. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Mit dem Rest muss ich sparsam umgehen. Die Ratte also. Die Ratte. Ich muss weiter. Jo. Okay, ich weiß, wie wir Wasser bekommen. Geistesblitz. Und zwar in der Küche. Wir tun den Eiszapfen in die Kaffeekanne. Es wird lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. So warm ist die Kanne nun auch wieder nicht. Ich sollte das Schmelzen beschleunigen. Genau. Wir stellen eine Kanne wieder auf den Herd. Voilà. Wasser. Es dürfte nicht lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. Der Herd ist noch warm. Der Eiszapfen ist schon weg. Juhu. Übrig bleibt kristallklares Wasser. Ah, warte, du hast doch einen Sack. Ah, den können wir leider nicht. Na, schade. Okay, in dem Fall müssen wir irgendwie raus. Oder vielleicht schauen, ob die Ratte in ihrem Loch noch was gebunkert hat. Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Genau, gleiche Gedanke. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel. Es ist eine einzelne Hopfendolde. Das ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Da wird schon lange. So, jetzt aber... Hallo, Herr Kellermeister. Keine Ahnung. Hallo, Wilbur. Look, Wasser. Hier habe ich eine Kanne mit kristallklarem Wasser für das Zwergenstarkbier. Zeig mal her. Ja, das ist gutes Wasser. Könnte man nehmen. Und Hopfen. Ich habe hier etwas Hopfen fürs Starkbier. Nehm ihn, Jung. Das ist nicht genug. Ich brauche mehr Hopfen. So eine gute Handvoll. Aber ich finde nicht mehr. Tja, dann wird's wohl nichts mit dem Starkbier. Kannst die Dolde ja anpassen. Nächstes Jahr hast du dann genug. Weiß ich, wenn wir mehr bekommen. Okay. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jo. Vielen Dank für den Tipp mit dem Einpflanzen. Wir haben ja noch super Dünger und einen leeren Pflanzentopf. Und Gerste finden wir vielleicht in dieser Mähdreschermaschine, die man in der Küche kann. So, jetzt sind wir zuerst mal Hopfen anpflanzen. Also gut, ich drücke die Hopfendolde in die Erde. Und super Dünger! Schauen wir mal, was passiert. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Zeug... What? Oh, scheint ein guter Dünger zu sein. Na... Wow, eine große Hopfenpflanze mit massenhaft Hopfendolden. Take it. Ich habe etwa 10 Dolden gepflückt. Das müsste genug fürs Zwergenstarkbier sein. So, jetzt brauchen wir... noch Gerste. Und da haben wir gerade mit abgebrochen. Unsere Küche. Du musst doch sicher Reste drin haben.
Hm. Im Trichter liegt noch etwas Getreide. Super. Gerste, glaube ich. Ja, nehm's. Hm, das heißt, wir haben schon alles beieinander. Laufen wir doch zurück zum Kellermeister. Da kommt Wilbur, ein bisschen schneller. So, und bevor wir jetzt anfangen, stark Bier brauen, verabschiede ich mich für heute mit dieser Episode. Ich verabschiede mich mit der Episode, das klingt irgendwie komisch. Egal, die Episode ist hier jetzt zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss zusammen.